So kommen wir jetzt. Nachdem wir alle Spiegeltempel ausgerichtet haben. Und einen ziemlich... einen ziemlich vermoderten alten Vogel gefunden haben. Den wir wahrscheinlich erstmal überwinden müssen, damit wir in den eigentlichen Lichttempel reinkommen. Und er dreht seine Runden. Okay, das wird, nehme ich mal an, nicht unbedingt so einfach werden. Wenn wir jetzt in den eigentlichen Tempel des Lichtes kommen wollen. Ja, die drei Tempel, in denen wir bisher waren, das waren die Spiegeltempel. So nenne ich sie jetzt einfach. Und der Tempel, wofür die Spiegel nun ausgerichtet wurden, der erhält von mir nun den Namen Lichttempel. Stimmt, ich musste ja gar nicht stehen bleiben. Lalala. Weniger Gravitation. Yeah. Geil. Ich kann hier aber nicht rausspringen. Schade. Mein Gott. Dass sich der Johnny einfach nicht wundert. Da wundere ich mich schon mehr über den Johnny. So. Habe ich jetzt ein Problem? Sehr wahrscheinlich habe ich wegen dem Vogel doch jetzt gewiss ein Problem. Wow, 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 was? Was machst du? Okay. Okay. Ein kurzer Schauer. Was ist... Oh, what the hell? Ist gut, okay. Die haben aber keinen höheren Explosionsradius. Das ist... Doch, haben sie. Scheiße. Okay, jetzt muss ich den Vogel erstmal wegziehen. Damit ich hoffentlich ungestört an das Teil komme, weil der Vogel macht ziemlich viel Schaden. Oh, hallo Kaktus. Ja. Nein! Verdammt nochmal! Ich sehe ja nicht mal, wo die sind. Vogel? Ja, Vogel. Scheiße. Naja, aber zumindest müssen wir den Wurmwächter nicht nochmal machen. Ah, ich sehe schon, das wird schön nervig. So, bringen wir die Kugel erstmal nach dorthin. Damit die schon mal... Genau. Sich schön einklinken kann. Dann versuchen wir einfach mal unser Glück. Auf und davon! Oh, oh. Den Treffer kriegen wir hoffentlich nicht ab. Immer so ein bisschen im Slalom fahren. Kleine Viecher tot fahren. Toll! Das ist gemein. Das ist genau im Weg. Wow. Oh, shit. Oh, shit. Au, what the hell? Das macht einen mal ganz kaputt. Ein Treffer und ich bin hin. Das ist mies, aber das ist auch logisch. So. Kugel ist wieder dran. Der Vogel fliegt hinter uns, das heißt, wir haben ein bisschen Vorsprung. Hoffentlich. Na, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Wir haben keinerlei Vorsprung. Okay, wir müssen uns echt etwas ausdenken, beziehungsweise ich muss mir etwas ausdenken. So, der lässt das da fallen, dann fahren wir einfach mal zur Seite. Ja, du tust das dahin, sehr schön. Ja, ja, schön austricksen. Raus hier! Raus hier! Lass doch den Blödsinn! Du beschissener Vogel! Okay. Und hier sind noch ein paar andere Krabbelfiecher, ja. Wow! Das tut weh. Wurstkugel. Au, nein! Lass mich in Ruhe! Gehen Sie weiter, um das Level zu beenden. Was? Hier gab es 6 Geheimnisse. Au, scheiße. Aber wir haben es überstanden und sind leider 6-mal gestorben. Ach du Scheiße. Das heißt, das Level muss ich für die Geheimnisse nachher nochmal komplett neu machen. Oh Mann. Habt ihr euch vorhin mal den Vogel angeschaut? Der ist ja ekelhaft.
So, willkommen bei Kahua. Oder wie auch immer dieser Ort ausgesprochen wird. Kahua. Sasua. Man weiß es nicht. Was ist denn da hinten? Anscheinend muss ich aber unser tolles Gefährt wieder erstmal in Stand bringen. Aber hier. Wow, 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 wow. Oh, Schreck, lass nach. Was? Bist du explodiert? Ach so, ihr. Die haben Tellerminen. Oh mein Gott. Jo. Das sind Tellerminen. Das habe ich jetzt verstanden. Oh mein Gott. Okay. Dann werden wir jetzt auf die Tellerminen aufpassen müssen. Wie sollen wir das Fahrzeug, wenn wir dann nicht durchkommen? Na gut. Steigen wir erstmal wieder aus. Dann gehe ich erstmal hier rum. Und schaue mich mit meiner Kugel zusammen um. Der kann über die Teile einfach drüber fahren und dann machen sie nur kurz plopp oder was. Schauen wir es uns an. Puff. Also wenn eine einzelne Mine explodiert, ist das ja schon niedlich. So. Hier haben wir Wasser und Elektrizität. Dürfen wir das rüberziehen? Anscheinend müssen wir das bis hierhin rüberziehen. Dafür ist auch die Schiene da. Was ist denn hier drüben? Hier haben wir bereits Elektrizität. Und einen Korb. Zwei Körbe. Die sehen recht blutig aus. Vier Körbe. Wird ja immer besser. Na gut. Dann ist das Einzige, was wir gerade machen können, schlicht und ergreifend das Teil rüberzuziehen. In der Hoffnung, dass es mich jetzt nicht kaputt kritzelt. Zieht sich das Auto... Nee. Kann ich das noch weiter rüberziehen? Anscheinend nicht. Das bleibt da fixiert. Okay. Das heißt, wir müssen den Ball wahrscheinlich aufladen. Weil der ist aber auch aus Metall. Jawohl. Sehr schön. Oh. Ach so, das bringt Wasser. Habe verstanden. Gibt es einen Abfluss? Anscheinend nicht. Das heißt, ich muss den jetzt darüber schießen. Ja, Bereich abgeschlossen. Die Rätsel sind toll. Die sind richtig gut. Nur wie komme ich hier jetzt rüber? Kugel, komm mal wieder. Ich brauche dich, glaube ich. Weil, wenn ich den Boden berühre, bin ich ziemlich schnell kaputt. Oder hätte ich hier überhaupt nicht sein dürfen? Ich meine, ich höre das Geräusch, dass es britzelt, aber ich sehe nichts. Ich würde jetzt mal sagen, dass das ein Spielfehler ist. Ich schaue mich hier nochmal kurz um. Weil hier hatte... Hier ist eine Animation. Aber darauf hat die Kugel ja nicht reagiert.
RIP. No. Dort passiert auch nichts. Naja, versuchen wir einfach mal weiterzugehen. Naja, das geht auch, auch wenn es weh tut. So. Ich habe gedacht, das macht ein bisschen mehr Schaden. Aber nun gut. Dann ist das doch kein Spielefehler gewesen. Sondern alles hat seinen Lauf. Besonders diese Kugel. Danke. Oh, das stört mich allerdings schon sehr, dass wir... dass ich im vorherigen Part 6 Geheimnisse verpasst habe. Das sind alle Geheimnisse des Levels. Ich habe eher damit gerechnet, dass es in dem Level überhaupt gar keine Geheimnisse gibt, weil ich einfach gar keins gesehen habe. Und oh boy, das sieht gut aus. Mal schauen, wie schnell wir werden können. Arriba! Angriff! Angriff auf was auch immer. Eine riesige Höhle. Und jetzt wird wieder geredet, nehme ich an. Wer redet eigentlich? Mit den großen Feuern des gewaltsamen Berges näherten sie ihre Maschinen. Hier, im Innern der großen Fabrik, wurde die Kugel gestohlen. Und als die Kugel genommen war, verstummten die mächtigen Maschinen. Die Wächter fielen in einen tiefen Schlaf. Sollte die Kugel jemals in das Grab der Wächter zurückgebracht werden, würde die Erde zur Hölle. So viel dazu. Allerdings erschließt sich mir immer noch nicht, was dieser ganze Röhrenkomplex soll. Haben wir unsere Technologie vielleicht von einem außerirdischen Stamm erhalten? Hm? Eine Fabrik? Und ich würde sagen, damit die Erde nicht zur Hölle wird, können wir das LP hier sehr gut abbrechen. Hehe.